Also de definitiv von Menschen gebaut, nicht von Zwergen, Mhm. das siehst du auch. Es ist auch gar nicht so sehr verwirrend. Es gibt zahlreiche Symbole, die kannst du so erstmal nicht deuten. Vielleicht irgendeine geheime aranische Sprache von den Fexgeweihten hier, aber mit genug Übung. Also du findest dich hier auch zurecht, du findest auch nach draußen die Luftströmung, sowohl vom Weihrauch, von den Kerzen, als dann auch das tropfende Wasser. Also für dich ist es einfach, sich hier zurechtzufinden. Okay, alles klar. Super. Nur dieses Stöhnen und dieses hallende Geschrei von über euch, um euch herum, scheint etwas zu stören. Und auch gerade Travigor wird sehr errötet, während ihr weiterlauft. Da werden Leute gefoltert. Arkos, sind das Ge Totengeister? Nein, nein. Sicherlich eine Orgie von den Willen über uns. Eine was? Ich bin mir nicht ganz sicher. Eine Orgie. Das klingt eher gequält. Schlimmer als ich dachte. Vor euch öffnet sich die Holzvertäfelung und der Stein zu so etwas wie einem ersten richtigen, eine Kammer ist es vielleicht nicht, ein Lager. Überall könnt ihr rote Samtkissen sehen oder Fransendecken, die auf dem Steinboden verteilt liegen. Wirklich gemütlich sieht es auch nicht aus, aber zusammen mit dem Wasser scheint auch hier diese Kissen zu verschimmeln oder mit irgendwelchen Sekreten beschmiert zu sein. Ich fasse hier nichts an. Ich fasse hier nichts an. Naja, beruhigt euch mal da hinten. Lauf Also, hier vorne. über diese Treppe dort kommen wir zurück zum Theater. Aber was glaubt ihr, wo sie den Gürtel angelegt hat? Doch wohl nicht im Garten, oder? Nein, vermutlich dort, wo der Splitter ist, oder? Das habe ich mir fast gedacht, in der Koschbasaltkammer. Dann müssen wir da lang. Und wenn wir sie dort nicht finden, vermutlich in sonstigen privaten Gemächern. Unsere Zauberei ist in dieser Kammer deutlich erschwert. Sie sollten das berücksichtigen. Nun, ihre hoffentlich auch. Glücklicherweise müssen wir nicht mehr auf Zauber zurückgreifen, wenn der Plan aufgegangen ist. Es ist richtig. Wir haben hier alles vorbereitet. Nun wollen wir es hoffen, dass alles so klappt, wie es geplant ist. In einer der Ecken könnt ihr wohl ein weiteres Gemälde erkennen, was hier hingestellt worden ist. Der Rahmen sieht ziemlich teuer aus, aber das Pergament scheint wohl Haut zu sein, irgendeine Art Leder, auf das gemalt worden ist. Und wenn dann eure Lichter daran vorbeihuschen oder ihr im richtigen Winkel davor steht, könnt ihr wohl sehen, dass dieses Gemälde niemals für den Sultanspalast oder den Palast der Maharani Shahi gedacht war. Ich gucke mir das mal näher an. Ist es, wie ich es vermute, menschliche Haut? Das menschliche Haut. Du kannst wohl sehen, dass ein Pärchen sich darauf auspeitscht, gegenseitig die Haut vom Leib reißt. Und eine weitere Frau zieht wohl gerade auf diesem Gemälde ihrem Liebhaber. Sie zieht wohl an den Haaren. Du siehst wohl aber auch, wie ein weiterer Teilnehmer der Orgie auf dem Bild dahinter er wird komplett zerrissen in alle Viere. Du siehst wohl, dass die Arme und die Beine und musst dir so ein bisschen die Hand vor den Mund halten. Gerade wenn du dann über die feine Haut, du streichst eben nicht darüber, aber schon sehr unheimlich, wie du dann sehen kannst, die Aushöhlung der Rippen, wie sie verschlungen miteinander im Liebesspiel gefesselt sind. Ach, widerlich. Welcher kranker Geist? Er schafft sowas. Wir müssen es zerstören. Könnte glatt ein echter Donatien sein. Lass das gehen. Später. Oh, Ja, gehen wir weiter. weiter. Ach ja, Travigo würde zumindest das Gemälde umdrehen, sodass man es nicht erkennt. Es entsetzt mich, dass die Anblicke solcher Machenschaften euch immer noch irritieren. Nun, manche von uns haben sich ihrer Menschlichkeit vielleicht noch bewahrt. Ich versichere euch, Abelmir, ich bin sehr viel mehr Mensch als ihr. Das sagt ihr. Gehen wir weiter. Mit einem widerlichen Gesicht wird euch der Rosenkönig weiterführen. Und dann bemerkt ihr wohl, dass der Weg nicht mehr so sehr aus Holz unter euch besteht,
sondern es zunehmend matschig wird, vielleicht sogar fast fleischlich, wie ihr dann nach unten einsinkt in den, mit euren Schuhen, mit euren Stiefeln. Nicht so sehr wie es im Sand eben geschehen ist am Strand, sondern merkwürdig anders. Es riecht auch sehr seltsam. Ihr könnt Stalaktiten erkennen, die hier schwarz herunterhängen, fast wie Lusttropfen. Naja, ich denke, wir sollten uns bereit machen. Was auch immer hier kommen wird, die werden uns nicht willkommen heißen. Eine gute Idee. Ich würde mal einfach meinen Säbel schon mal ziehen. Vorbereitend. Ja, ich nehme auch schon den Mengvilana in die Hand. Aus Travigo seinen anderthalb Hände. Aus den Schatten dringen jetzt Kaugeräusche oder das Knacken, das vernehmliche Knacken von Knochen. Aber nicht so, als würden sie der Länge nach gebrochen werden, sondern auseinandergezogen werden. Formalor, gib mir deine Schuppen. Folgt mir. Ist das die Nähe des Splitters? Das macht mir nicht den Eindruck, als wäre er unter Kontrolle. Allen anderen Berichten von sichergestellten Splittern zufolge haben sie eine vernachlässigbare Auswirkung auf ihre direkte Umwelt, solange sie ordnungsgemäß verwahrt sind. Er muss draußen sein. Bereitet euch darauf vor. Vor euch öffnet sich ein weiteres Mal die Kammer und ihr seht einen gewaltigen Block aus Koschbasalt. Schwarz klafft er dort mit einer geöffneten Tür. Ihr seht dort wohl auch einen leeren Schrein oder eine Ablage, wo ehemals eventuell etwas lag. Jetzt allerdings ist die Kammer verlassen und ihr seht, wenn ihr euch weiter in dem Gewölbe umblickt, eine versteinerte Eleonora und davor eine Torwalerin, die halbnackt ihre Rüstung abgelegt, nur noch mit wenig Seide, rote Seide bekleidet, vor ihr steht und ihr eine Backpfeife gibt, sie ein bisschen schüttelt. Komm zu dir. Komm zu dir. Hat die Torwallerin uns schon gesehen? Bisher noch nicht. Okay, super. Dann würde ich gerne eine Ohnmacht auf sie wirken. Wie lange dauert das? 5 Aktionen. Dann würfeln wir erstmal eine Schleichenprobe. Alle. Alles klar. Also brauchen wir gar nicht würfeln, ja? Nicht auf Schleichen 0. Warte, habe ich Schleichen 0? Ja, nicht auf Schleichen 0. Ich wollte das irgendwann mal für ein paar AP steigern und habe dann nie dran gedacht. Und er schafft's nicht. Und er wird das nicht schippen. Hat er das alle anderen geschafft? Nein, Tavi auch nicht. Nee. Ja, während Boltax ansetzt zu dem Ohnmachtzauber, dreht sich die Torwalerin um. Ah, ihr, macht das weg. Macht das sicher weg. Sicher doch. Erlaubt mir. Wie gesagt, ich zaubere die Ohnmacht. Ja, würfel erstmal. Ja, genau. Einen Moment. Dann gehe ich einmal schnell auf Somnigravis in der Ohnmachtsvariante. Sollte es wohl aus. Ja. Magieresistenz 7 hat sie. Ja, ich würde eine 15er packen. Passt. Und während sie wütend auf euch und Eleonora deutet, macht das weg, bricht sie zusammen, geht in die Knie und sinkt dann in den matschigen, schleimigen Boden ein. Voltax, wenn ihr doch die Güte hättet, das wegzumachen. Ja, ich versteinere sie einen Moment. Entsteinern, nein. Entsteinere, ja. Ich würde gerne den Zauber lösen mit Zauberkontrolle. Das sollte gehen, right? Ja. Aus einem Artefakt? Ja, doch, das würde ich erlauben. Also entweder er oder ich, denn es ist ja mal ein Artefakt notfalls. Gib mir mal eine Ritualkenntnisprobe. Finde ich fair, denn ich kann dir aus dem Kopf nicht zitieren, wie es eigentlich sein sollte. Ich oder? Nee, Serpentilio. Achso, okay, ich kann es haben. Das ist Mystik. Auf welcher Attribute? Mutintention, Charisma, oder? Genau. Mach mal. Ja, es ist nicht immer das gleiche. Ich finde, reicht dir gleich. Nee, krieg nichts. Würfel mal 3W20. Also, Ritualkenntnis Gildenmagie geht auf Klugheit, Intuition, Charisma. Aber nicht. Ship! Das ist geschafft, Manjo, das ist geschafft. Trotzdem Ship. Da kannst du mir trotzdem einen Schicksalspunkt für geben, ja. Das sieht besser aus. Das sieht besser aus. Das letzte Charisma ist für mir 2 Punkte und ich habe dann 13. Ja, passt, gut.
Es ist dein Artefakt, auch wenn Boltax den Zauber reingesprochen hat. Ja, völlig fair. Du lässt den Paralys fallen und auch den Höllenpein? Der Höllenpein ist ja so eingestellt, dass er nach dem Paralys triggert. Also den willst du auch durchtriggern lassen? Ja, wir brauchen ja... Die Idee war ja, dass wir nicht wissen, ob das Geister-Elixier durch ihre Diamantenhaut sonst durchgeht. Gut, genau. Dann kannst du sehen, wie sie aus ihrer Versteinerung gelöst wird und anfängt zu schreien. Nun, oh, denke ich. Wie sollte unser Signal sein, Kapitania, wenn ihr uns den Rücken decken möchtet? Zitternd versucht sie sich umzudrehen, Schmerz, also sie versucht sich dann auf dem Knie zu halten, dreht dann noch ihr schmerzverzerrtes Gesicht in eure Richtung. Niemand von euch wird diesen Ort lebend verlassen. Ja, jetzt kriegt sie den Mengbelana rein. Ich benutze dafür meine versteckte Klinge. Also mach das über Raufen. Sie darf da, glaube ich, gegen konstituieren. Aber sie zuckt so sehr hin und her mit ihrem giftigen Blick. Bist du kurz verunsichert und stichst dann nicht weit genug. Ziehst dann deine Hand wieder zurück. Bitte, bitte helft mir. Helft mir. Soll ich sie fesseln oder zumindest... Gemach, haltet unter eure Augen offen und lasst die Profis arbeiten. Ihr seid solche Narren. Würdet ihr wohl endlich. Das Gift ist auch potent, ihr müsst es nicht so präzise ansetzen. Ihr Narren. Ja gut, ich würfel nochmal aufraufen. Ja. Nächstes Mal stichst du dich selber, Freundchen. Ja, alles gut. Also schipp doch einfach endlich. Also, wieso, ich hab's doch geschafft. Das hat gereicht. Ja. Ich sehe gerade, das ist technisch gesehen kein Gift. Sie darf also nicht gegen konstituieren. Das wirkt jetzt einfach. Also, das ist jetzt welches Gift, was in dem Mengen liegt? Das ist das Traumwind-Elixier. Das ist das Traumwind-Elixier. Traumwind-Elixier Qualität F. Das reißt jetzt ihren Geist aus dem Körper heraus. Der Anwender wird umgehend von einer starken Mündigkeit bla bla bla. Bla bla bla. So, er schläft ein. Und da starke Qualität Mündigkeit F. ist nicht so egal. Also. Er schläft sofort ein erstmal. Des Weiteren. Sorry, Qualität F desgleichen, allerdings erfolgt keine automatische Rückkehr der Seele in den Körper nach Ablauf der Wirkungsdauer. Wenn dann Verständigung stören, kann die Wirkung beendet werden. So, ihre Seele wird jetzt aus dem Körper entfernt. Genau, Eleonora kann jetzt in ihren eigenen Körper zurück. Ich stelle die Lampe auf, bleibe dran und lasst mich noch nicht. Ja. Lasst mich nur. Unser Ventilo wird dann sich einen Moment lang nehmen und sich an lange vergessene und vor allem verdrängte Lektionen in dunklen Hörsälen im Brabacker Keller bei Paul Berra persönlich zu erinnern, wie man einen Körper für Besessenheit vorbereitet und versuchen, das Geisterelixier an den entsprechenden Kraftknoten im Körper anzubringen. Es ist hochpotent und wir haben mehr gemacht, als wir brauchen. Es wird also nicht keine Schwierigkeit sein, aber nichtsdestotrotz, wir versuchen das hier professionell zu machen. Gut, das sollte es sein. Nun, sehr gut. Hinaus damit. Ja, ich nehme die Öllampe hervor, reibe einmal dran, wie man das aus den ganzen aranischen Märchen kennt, und öffne dann die Lampe. Das Reiben ist nur Show, aber das Öffnen der Lampe. Sulamin, du kannst ein kurzes Flackern deiner Seele spüren, so ein kurzes Ziehen in deiner Magengrube, ganz unangenehm. Und dann spürst du mal, wie abgelassen wird und... Dann könnt ihr noch einmal sehen, wie die Flamme kurz rosa aufleuchtet von der Öllampe und dann wieder ausgeht. Ja, jetzt die alles entscheidende Frage. Hat das auch funktioniert? Das kann ich nicht sagen. Einen Moment, aber ich kann es. Ich würde gerne Blick in die Gedankenreise, in die Träume machen. Denn ich glaube, Eleonora schläft immer noch. Und ich bin Traumgänger, das heißt, ich kann mir jetzt mal angucken, was in ihr so vorgeht, und schau mir mal an, ob das jetzt auch die richtige ist. Ich werde währenddessen einen Kreis aus Bandpulver um Boltax und Eleonoras Körper ziehen. Nur für den Fall, dass Dimiona meint, sie müsste zurückkommen. Travigor würde seinen Ersatzmantel aus dem Rucksack kramen, um sie abzudecken. Kann ich die Liturgie vorbereiten? Liegt der Splitter hier irgendwo herum? Warum geht ihr nicht auf die Suche? Ich denke, wir haben das im Griff. Naja, darf ich einen deutlich besseren Vorschlag machen? Haltet ihr davon, wenn ihr euch erstmal in den Kreis stellt? Ihr habt's ja nicht so mit Geistern. Ulamin nickt. Und tut das.
Du hast doch so ein ekelhaftes Kratzen in deinem Gehirn gehört, Zulamin. So als würden scharfe Krallen über deine Rinde streichen. Ich weise an dieser Stelle darauf hin, metaphysisch betrachtet ist die Demiona-Seele immer noch mit Eleonoras Körper verknüpft. Sie kann nicht wieder von selbst hinein, aber... durch das Traumwind wird das getrennt. Right, aber für die Kosmologie gehört diese Seele immer noch zu diesem Körper, whatever that means. Du hast einen freien Geist erschaffen. Das ist eine Interpretation, die ich unterstütze. Die Gedanken sind frei. Jedenfalls, weil der halt mit einem Verständigungsstören beendet werden kann, right? Aber ich nehme an, dafür musst du dann beide Komponenten wieder zusammenquetschen. Du hast ja auch sowieso keinen, der hier eine Verständigung stören wirkt. Es sei denn, du fängst also damit jetzt selber an. Wenn sie mir jetzt einen guten Deal anbietet, sage ich trotzdem nein. Könnte man über den Odem erkennen, ob der Geist noch in dem Gefäß ist oder nicht? Musst du vermutlich analysieren, deshalb, right? Deshalb mache ich ja gerade den Blick in die Gedanken, den ich auch schon gewürfelt habe. Ich dachte mir, ob der Geist noch in der Flasche ist. Ich glaube, dafür musst du es analysieren, weil die Flasche als solches wird komplett magisch sein. Mhm. Na gut. Flamin geht jedenfalls in den Kreis und murmelt: Ich kann sie spüren. Sie ist da draußen und versucht wieder hereinzukommen. Boltax, du kannst sie hören. Ich spüre wieder den Wind auf meiner Haut. Ich kann riechen. Erzähle mir, was hast du über Zulamin gesagt? Was hast du mir und Abel mir mitgeteilt, als wir dich das erste Mal in Kishal Tarif gesehen haben? Ich will zu Arkos. Gut. Glaube dir. Es hat funktioniert. Ja, damit würde ich den Traum wieder verlassen und den anderen mit einem Nicken bedeuten, dass es geklappt hat. Dann schaffen wir sie vielleicht hier raus? Ja. Wollen wir nicht vielleicht vorher noch den Splitter sichern vor den 30 verrückten Verkinern, die hier noch rumlaufen? Ich glaube, die Torwallerin müsste langsam wieder aufwachen. Wenn das jetzt der Fall ist, dann würde sie jetzt wieder aufwachen, ja. Naja, also wenn ich merke, dass sie sich so langsam regt, würde ich hier mal meinen Ohren sichern. Nee. Mein Schwert an die Kehle halten. Ihr bleibt da liegen. Falls es euch beruhigt, wäre ich eurem Wunsch nachgekommen und habe eine gute Frau aufgetaut. Habt ihr? Ja. Der Gürtel hat irgendwas gemacht. Ja. Ich habe euch sehr explizit davor gewarnt, ihn nicht anzufassen. Sie nickt. Nicht jeder schwarze Magier ist ein Scheusal. Danke, diese Worte bedeuten mir viel. Eure magische Einstellung ist genauso überraschend wie überraschend. Nichtsdestotrotz, wir müssen sie jetzt hier rausbringen. Muss ich erstmal erholen. Ich würde mich derweil in der Höhle nach dem Splitter umschauen, ob der oben rumliegt, keine Ahnung. Da wird es bestimmt irgendwo einen Altar geben, right? Der Altar war in der Koschbasaltkammer. Da ist das Artefakt aber nicht mehr zu finden. Wenn ihr allerdings in den merkwürdigen, ekelhaften Flüssigkeiten herumsucht, auf dem fleischigen Boden, dann wirst du nach etwas längerer Suche ein wundervolles Silberdiadem hervorzaubern, dem du diese Niedertracht und diese Unheiligkeit eigentlich nicht so sehr ansehen kannst. Dafür, dass es ein Werkzeug einer Erzdämonin ist oder ja, das Borberat selbst auf seinem Kopf getragen hat. Du kannst dieses es ist halt, ja, hübsch, okay, aber dieser Splitter, Borberat Xamanot, der heilige Borberat, du könntest jetzt ein Teil seiner selbst, also es ist wunderschön, es ist begehrenswert, aber diese Schönheit oder diese Schrecklichkeit liegt doch gar nicht so sehr in diesem Rubin oder in der Macht des Erzdämons, sondern vielmehr Borberat Xamanot hat ihn getragen. Du musst ihn nur kontrollieren. Entspannt vor diesem Griff zu diesem Reif halte ich inne. Nein, ich verstehe. Und würde dann mit dem Säbel probieren. Selbstbeherrschungsprobe. Okay. Rafim, nimm meinen Säbel. Stoß ihn durch die Kette. Reichen 8? Ansonsten verwandle ich ihn jetzt in einen Frosch. Dann kannst du tatsächlich mal deine Nachteile herausholen. Welche Nachteile hast du denn so? Arroganz? Ja, voll.
Oh, voll. Autsch. Eisern? Brünstigkeit, verwöhnt, nein, hab ich nicht. Arroganz. Autorität, glaube ich. Eitelkeit. Autorität, Neid. I'm sorry, Moment, du bist autoritätsgläubig. Immer noch, ja. Also, du bist nicht gefühlskalt, oder? Nein. Verwöhnt? Nein. Aber neidisch. Neidisch und arrogant. Die würde ich neidisch, dir voll geben. Neidisch, arrogant und Neugier. Ja, nee, Neugier, ja doch, Neugier auch. Klar. Eitel, was mit Eitel? Ja, Eitel müsste eigentlich auch ballern. Eitel ballert auch. Alles rein. Nicht geschafft. Ja, dann... Du musst den Splitter nur kontrollieren. Dem Jona war schwach. Aber du könntest der neue Borberat werden. Du weißt, wo die anderen Splitter sind. Können wir vergleichend Inni würfeln, damit ich sehe, was er vorhat. Vergleichend Inni. Das würde ich gerne an dieser Stelle auch machen. Ich glaube, egal, was er vorhat, er ist in einer Aktion eine Kröte. Ja, aber wenn er innenmäßig vor der dran ist, hat er das Ding gegriffen. Dann ist er in einer. Inni von 16. Insgesamt. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber mir ist egal, ob er das greift. Schnell aktiviere deine Armschiene, Abelmir. Es geht nur darum, dass es nicht behält. Das würde ich machen, ja. Wenn Abelmir, du musst jetzt agieren, alle anderen dürfen vorziehen. Ja, ich ziehe natürlich vor ihn vor und möchte ihn gerne davon wegtackeln. Dann raufen. Ich würde gerne vorziehen und mit meinem Stab aufstoßen und Abelmir versteinern. Ja, das geht auch. Ja, sonst springe ich jetzt ja in den Stein. Raffi hat sowieso mehr in ihn als du. Ja. Ich weiß nicht, ob er sich dagegen... Komm, Sprungtritt! Vollkommen auf den Abelmir darf fixiert. Du darfst eine Ausweichenprobe würfeln. Ja, das wird wahrscheinlich nichts werden, aber Rafim springt dir irgendwie in die Seite, also es erschwert um drei. Gar kein Problem für Abelmir. Es ist vielmehr dieser Splitter, der dich davon abhält. Du machst einfach nur einen Schritt wieder zurück und Rafim taumelt an dir vorbei durch diesen matschigen Boden und steht auf der anderen Seite. Du kannst zugreifen. Hält mich irgendetwas davon ab? Ja, du wirst jetzt versteinert. Wie ist deine... Magieresistenz von Abelmir. Magieresistenz 10. Ja, er wird versteinert. Okay. Boostet der Splitter nicht seine MR? Noch nicht, er hat ihn noch nicht kontrolliert. Du greifst zu und müh, bevor du dieses wundervolle Werk von Borberat Xamarnaut greifst. Wie gesagt, du weißt, wo die anderen Splitter sind. Du kannst ihn erreichen. Die Hand abgehakt. Wie in Zeitlupe. Und dann merkst du, dass du dich gar nicht mehr bewegst. Sehr gut Boltax und sehr gut Abelmir. Gute Ausweichen. Das war knapp. Zulamin, gib mir mal deinen Säbel. Ja, Zulamin steht wie angewurzelt in dem Geisterschutzkreis und hält Rafim immer noch den geweihten Säbel hin. Hier. Buraya, jetzt fahr mir hier nicht in die Parade. Und mit diesen Worten möchte ich mit dem Säbel das Diadem zu mit versuchen aufzuheben. Es soll gelingen. Es ist der Nächste, der verführt wird, oder? Selbstbeherrschung. Nein, darf jemand genug Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung. Bitte. Brünstigkeit, verwöhnt, Arroganz. Arroganz haben wir natürlich. Wir sind Allandfahner. Ja. Ich will keiner Landfahner. Das ist eine bessere Selbstbeherrschung. Guter Wurf. Ich hätte noch 11 Punkte über. Ich wollte gerade sagen, kann das Ding kurz mal auf den Kopf legen und kurz gucken, ob es passt. Ist wie gesagt ein Diadem. Und kannst du als Armreif tragen. Er setzt es nicht auf, weil er es für eine schlechte Idee hält, sondern weil er hier schon sehen kann, dass das nicht passen wird. Aus modischen Gründen, ist ja klar. Ja, das ist wieder für so Boltax-Köpfe gemacht. Wem soll das denn passen? Ja, kannst von Abelmirs Robe, die wohl nicht versteinert ist, noch ein Stück abreißen und es dann da einwickeln. Abelmir versucht noch irgendwie Ich kann gar nichts machen. Ja, genau. Du merkst, wo irgendwas von deiner erweiterten Matrix gerade abgerissen wird. Den der Paralyse-Zauber interessiert das nicht, dass Rafim da gerade was abreißt. Und dann verschwindet das Diadem in deiner schwarzen Robe. Zulamin derweil steht wie eingekettet in diesem Bann- und Schutzkreis, den Serpentilion aller Schnelligkeit auf den Boden gekreidet hat. Und möchte so wenig wie möglich rausgehen. Fang mit dem
dem Ritual an, was dir dieser wie auch immer er hieß, zeigt hat. Serpentilio, wenn sich die Liturgie ihrem Höhepunkt nähert, müsst ihr den Schutzkreis dann verwischen, damit das funktioniert? Oder ist das, denkt ihr, ist das egal? Was genau versucht ihr zu tun? Ich versuche, Demionas Geist zu Boron zu schicken.